Gibt es eigentlich auch Spiele, die in der Schweiz ausgezeichnet werden als beliebtestes Spiel, quasi als Spiel des Jahres? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge rund um Spielepreis. Deutscher Spielepreis habe ich euch schon vorgestellt. Das ist ja quasi eine fortlaufende Serie. Spiel des Jahres, Österreicher Spielepreis. Und die Serie kommt bei euch gut an. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal in die Schweiz. Wir wohnen ja gar nicht mal so weit weg, dass wir in der Schweiz sind. Aber viel hört man gar nicht über die Spiele, über die Auszeichnungen rund um die ausgezeichneten Spiele in der Schweiz. Ihr dürft es gerne kommentieren. Vielleicht seid ihr aus der Schweiz und habt Informationen aus erster Hand. Dann dürft ihr auch Dinge ergänzen oder mich korrigieren. Weil ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Man findet auch groß im Netz wenig Informationen. Es gab damals von 2002 bis 2007 den Schweizer Spielepreis. Und seit 2010 wird dann dieser Swiss Gamers Award verliehen. Damals, Schweizer Spielepreis, eher bekannt, gab es so einen Bereich Familien-, Kinder-, Strategiespiele, wie man es kennt. Ich möchte aber jetzt die Titel nicht nennen, ich möchte aber nachher auf die aktuellen Titel dann eingehen. Und die wurden verliehen auf der Schweizer Spielemesse. Gibt es die überhaupt noch? Viel gelesen, viel gehört, habe ich da bisher gar nicht. Ich weiß, es gibt da als immer mal eine große Messe, teilweise früher ja auch sehr aktiv in Österreich, aber die Schweizer Spielemesse, die fand ja auch statt bis 2008, hört man jetzt gar nicht mehr davon. Und 2010, wie gesagt, den Swiss Gamers Award, klingt ja natürlich auch ganz anders. Und der wird verliehen vom Verein Ludesco, zumindest dort meinen Recherchen, an das Gesellschaftsspiel, das aufgrund einer Umfrage, also mal was ganz anderes, eine Umfrage, unter Schweizer Spielern in der Schweiz etablierter Spieleclubs als bestes Spiel des Jahres gewählt wurde. Also hier könnt ihr aktiv teilnehmen. Erinnert ein bisschen an den Deutschen Spielepreis. Und der Preis wurde, wie gesagt, erstmals 2010 verliehen und das Verfahren ist so ein Punktesystem. Erstes Spiel 8 Punkte und so weiter, werden dann die Clubs dann hinterlegt und wird dann Gewinner und Gewinnerin bekannt gegeben. Und die Gewinner, was das Jahr 2021 angeht, die werde ich euch gleich benennen, werde auch zu den einzelnen Spielen ein bisschen was sagen. Die habe ich auch teilweise vorgestellt, die sind bekannt und die werde ich euch im Anschluss auch nennen. Aber was die Gewinner aus 2022 angeht, da gibt es laut meiner Recherche erst zum März, April wieder quasi die Bekanntgabe März, April 2023, was die Spiele aus dem Jahr 2022 angeht. Also man merkt, das Zeitfenster, auch was jetzt zum Beispiel Spiel des Jahres bei uns in Deutschland angeht, ist ja ein ganz anderes. Hier hat man ein ganz anderes Zeitfenster gewählt. Also die Titel, die ich jetzt nenne, die sind bezogen auf das Jahr 2021. Wobei, so alt ist es dann auch wirklich nicht. Und auf Platz 1, und hier merkt man vielleicht auch den Geschmack der Schweizer. Ihr dürft es natürlich gerne ergänzen. Auf Platz 1, da hinten, ja, man sieht es teilweise, die verlorenen Ruinen von Anak. Klar, auch ein bekanntes Spiel bei uns, Heidelberg Games, der Verlag, ein durchaus anspruchsvolles Spiel, ein Kennerspiel mit Erweiterung, wo das Spiel nur mal eine halbe Stunde länger geht, was faszinierend zu spielen ist, so ein Abenteuerspiel mit sehr viel Variabilität, was ich euch schon vorgestellt habe. Also die Schweizer gehen dann doch eher den anspruchsvolleren Weg, die tendieren dann doch eher zum Kennerspiel, was jetzt Platz 1 angeht. Also war für mich jetzt auch überraschend, wo ich das gesehen hatte. Aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt ein Familienspiel, aber Anak, bzw. die verlorenen Ruinen von Anak auf Platz 1. Platz 2 ist eher so ein Spiel, wo man auch bei uns in Deutschland gut kennt, Seven Wonders, wobei Architects, die Familienversion, hat man hier in der Schweiz auf Platz 2 gesetzt, ist quasi der kleine Bruder von großen Seven Wonders als Familienspiel mit wunderschönem Material, mit bis zu 7 Spieler absolvierbar, ab 8 Jahre, also auch sehr gut als Einstieg gedacht, wo man quasi an sein eigener Architekt ist, sein Gebäude dann errichtet und mit links und rechts mit Karten hantiert, um das Gebäude zu erweitern, aber um sich vielleicht die eine oder andere Siegpunktkarte zu sichern. Und recht flottes Spiel mit tollem Material, mit einem recht einfachen Einstieg, 4 Seiten Anleitung, seid ihr sehr schnell drin. Wer das als Familienspiel sucht, da schaut je nachdem mal auf das Video. Auch hier Repos bzw. Asmodee, der Verlag. Platz 3! Und Platz 3 ist ein Spiel, was viele sogar bei uns durchaus Spiel erwartet hätten, wo ein Preis bekommt. Aber es ist einfach sehr beliebt als Abenteuerspiel und
sieht man es hinten, ich glaube teilweise sieht man es, Robin Hood aus dem Hause Kosmos. Sein Spiel aus dem Hause Kosmos, Michael Menzel, das sieht man schon, der Grafikautor, klasse gemacht. Das ist ein Abenteuerspiel, wo ihr quasi die Welt von Robin Hood entdeckt, mit Hilfe eines Buches, was ihr aufschlagt, die Geschichte dann einfach dann erzählt und spielt quasi die Kampagne über mehrere Level, die verzweigt. Und es ist ein Spiel, was man durchaus mehrfach spielen kann, weil man verschiedene Abwägungen gehen kann. Aber es ist ein Spiel für die ganze Familie, was sehr viel Spaß macht, was durchaus einen angenehmen Einstieg hat. Auch dazu gibt es ein Video, wo ihr mal reinschauen könnt. Müsste jetzt auch demnächst auch die Erweiterung geben. Es gibt auch Fanlegenden. Ich denke da immer nur an Andor, auch sehr beliebt aus dem Hause Kosmos. Auch hier, Andor habe ich euch auch schon empfohlen, damals mit dem Einstiegsvideo, um recht schnell reinzukommen. Aber Robin Hood als Familienspiel braucht sich da sicherlich nicht zu verstecken. Das waren die drei Titel Swiss Gamers Award. Natürlich wurden noch weitere Titel genannt. Abgrundtief, Alles auf eine Karte, Enk, Aqua Garden, Ark Noah, Baumkron, By the Sun, Carta Ventura, Coffee Traders, Cross Clues und so weiter. Jekyll vs. Hyde, Cora, auch bei uns bekannt. Last Message habe ich euch vor kurzem erst vorgestellt. Ultra Red Rising, Renature und so weiter. Also da stehen einige Spiele drauf, aber da merkt man schon die Richtung. Da geht es doch Tendenz Richtung Kennerspiel. Aber Kids-Version wurde auch prämiert in der Schweiz. Swiss Gamers Award Kids. Auch dieser Bereich, jetzt haben wir mal nachgeschaut. Eigene Rubrik mit Kinderspielen und was ist auf Platz 1? Für mich durchaus ein bisschen Überraschung, aber die Schweiz hat so festgelegt. Platz 1 ist Unlock Kids. Auch das Spiel haben wir euch schon vorgestellt. Verlagsbase, Kaufvertrieb über Asmodee. Hat uns jetzt, mich jetzt persönlich, jetzt nicht so abgeholt. Unlock gefällt mir wahnsinnig gut. Gerade das neueste Unlock-Spiel, was ich euch zuletzt vorgestellt habe, das ist wirklich klasse. Mit Robin Hood übrigens als Thema. Also das als kleine Anregung für die Schweizer, wer es noch nicht kennt. Unlock jetzt auch mit Robin Hood ist klasse. Kids, wir sind aber im Kids-Bereich, Unlock Kids, Platz 1, klar, eine kleine Reihe. Mal schauen, ob die ihre Fortsetzung findet. Es muss ja nicht jeden meinen Geschmack treffen, aber das ist Platz 1. Platz 2, Mod Marlene, Blue Orange. Ich weiß gar nicht, ob es das als deutsche Version gibt. Zu dem Spiel habe ich weniger Infos. Mal schauen, vielleicht stelle ich es euch in Zukunft einfach vor. Ich weiß gar nicht, ob es da eine deutsche Version gibt. Wer da mehr Infos hat, der kann es natürlich gerne ergänzen. Ansonsten Platz 3 ist für mich eher ein Familienspiel. My Goldmine aus dem Hause Kosmos war ja auch auf der Empfehlungsliste Familienspiel oder Spiel des Jahres, Empfehlungsliste Spiel des Jahres. Als Familienspiel wirklich klasse gemacht mit den Karten. Kosmos, klar, schönes Spiel illustriert als Pappbox, so ein Can't-Stop-Prinzip, wo man da Abläufkarten dann sieht, wirklich klasse gemacht. Erstes Familienspiel wurde aber im Kids-Bereich gesehen und weitere Platzierungen sind Raffi Raffzahn, auch aus dem Hause Kosmos, wirklich klasse gemacht. So ein kleines Memo-Spiel, wo ich richtig schlecht. Ich glaube, im Video haben wir es auch nochmal gezeigt. Da gibt es ein Video aus dem Hause Kosmos. Gunter Baas übrigens der Autor, um wieder die Autoren zu nennen. Also viele Grüße an alle. Und ab 6 Jahre ist das angegeben. Und das letzte Spiel auf Platz 3, Tucano, Helvetik, auch ein Kartenspiel. Helvetik bringt viele Kartenspiele raus, sehr beliebte Spiele, kleines Format. Das stelle ich euch auch in Zukunft vor. Auch wirklich gut gemacht für Kartenspielfans. Durchaus ein Spiel, was man sich anschauen sollte. Und ja, von den Clubs wurden dann weitere Spiele dann genannt. Under Junior, Aqualine, was haben wir noch? Carta Ventura steht ja hier auch nochmal dabei. Escape Game, Inspektor Nase, tolles Spiel, Inspektor Nase beispielsweise, Moonstones, Kommissar Maus, Büchs keiner aus, Last Matches, auch hier nochmal genannt im Kids-Bereich und so weiter. Also man merkt die Wahl durchaus mal was ganz anderes und ich bin gespannt, was natürlich eure Meinung dazu ist. Ich habe gedacht, die Schweiz stelle ich vor, ich habe noch das ein oder andere zu, mal schauen, was ich euch da noch vorstelle. Ich habe da noch eine oder andere Idee, aber die Reise rund um diese besonderen Spiele, ausgezeichneten Spiele, die macht euch auf jeden Fall Spaß. Ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist, was die Auszeichnung in der Schweiz angeht. Jetzt müssen wir warten bis März 2023. Mal schauen, wenn ich dran denke, dann stehen die neuen Gewinner aus dem Jahrgang 2022 fest. Aus meiner Sicht schon Spiele, die etwas anspruchsvoller sind, vergleichbar auch
in Portugal beispielsweise, da werden ja auch Spieler, insbesondere Expertenspieler, ausgezeichnet. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, aber die Schweiz überrascht durchaus mit Spielen, die auch etwas anspruchsvoller sind, die durchaus in den Kennerspielbereich dann reingehen. Das ist was ganz anderes, als jetzt Spiel des Jahres angeht. Da gibt es ja das Kinderspiel des Jahres, das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres. Da wäre jetzt Anak als Spiel des Jahres gar nicht aufgenommen worden, weil es ja eher in die Richtung Kennerspiel geht, aber das zum Swiss Gamers Award 2022 bzw. Titel aus dem Jahr 2021. Ich hoffe, diese Reise hat euch Spaß gemacht. Mal schauen, da habe ich schon einen kleinen Überblick, was weitere Auszeichnungen angeht. Ich hoffe, es macht euch Spaß und ihr dürft es natürlich gerne in den Kommentaren ergänzen, was jetzt eure Meinung ist. Wenn ihr da mehr Bezug habt zu Schweizer Spielemessen, Auszeichnungen, dann bin ich über hilfreiche Kommentare auf jeden Fall dankbar, Links etc. Auch was diese Schweizer Spielmesse angeht, die es wohl nicht mehr gibt, dürft ihr natürlich gerne auch in den Kommentaren hinterlegen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, viele Grüße, ja, wenige Kilometer weiter, soweit ist es ja von uns gar nicht mal in die Schweiz. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut und bis bald.